Im Luzerner Kapuzinergarten gibt es Pflanzen aller Arten. Auch Kaktuspflanzen sind dabei, vielfältig, gar kein einerlei. Dicke, dünne, große, kleine, einer ist auch ganz der deine. Etwas dürr schon oder blühend, bewundert und verführend. Allesamt schön stachlig, spitzig, allzu nahe wird es hitzig. Man muss den guten Abstand halten, soll die Natur nicht grimmig walten. Viele Leute sticheln gerne in der Nähe, in die Ferne, wetzen ihre spitzen Zungen, boshaft zischen ihre Lungen. Kakteen sind auch ganz verschieden. Nicht alle werden nur gemieden, wie die Stechpalmen oder auch der Brennnessel, böser Strauch. Auch der Igel sieht sich vor, ganz wie ein Stachelschweinechor. Verteidigt wird das eigene Leben, wie es allen ist gegeben. Es bleibt die Frage abzuwarten, ist ein Kloster wie ein Kaktusgarten? Oder gilt das für die weite Welt? Auch diese Frage wird gestellt. Zu große Nähe schafft nur Wunden, die verletzen, kaum gesunden. Zu großer Abstand bringt den Seelen Kälte, lässt die Wärme fehlen. Deshalb gilt ganz allgemein, ob Regen oder Sonnenschein, lieber, lieber Kaktus mein, der Menschen Not und ihre Pein, es geht im großen Ganzen stets um Nähen und Distanzen.